Ein PR-Bild ist vor allem als Pressefoto zu verstehen, in Abgrenzung von der Werbefotografie, die ja ihren Platz in Anzeigen hat. Sie möchten mit einem PR-Bild, genauso wie mit jedem anderen Pressefoto, in den redaktionellen Teil der Medien. Und Journalisten lassen Sie dort nur hinein, wenn Sie eben auch Nutzwert liefern. Nutzwert ist so zu verstehen, dass diese Bilder erstmal Informationen liefern, beispielsweise, wie sieht eine Person aus, wie sieht eine Produktionslinie aus und so weiter, welches Aussehen hat das Firmenlogo. Das sind ganz einfache Informationen. Darüber hinaus kann ein PR-Bild durchaus auch emotionale Anteile enthalten. Das macht Bilder auch oft interessanter. Und PR-Bilder sollten natürlich auch möglichst ansprechend gestaltet sein und auch von der Bildsprache her auf der Höhe der Zeit. Das heißt, Sie müssen heutzutage, sollten Sie sich an der Pressefotografie allgemein orientieren, wie Sie es in den Magazinen und in den Zeitungen finden, und eben nicht an der Werbefotografie. Ja, das, was Unternehmen mindestens zur Verfügung stellen sollten, sind Bilder, die das Unternehmensgebäude zeigen, den Firmensitz. Anfangen tut es aber schon mal mit dem Firmenlogo. Es ist für Medien mitunter nicht so einfach, das aktuelle Firmenlogo zu finden. Da müssen die Unternehmen ihre Hausaufgaben machen. Genauso wichtig ist natürlich auch, dass die Personen, die das Unternehmen in der Öffentlichkeit repräsentieren, also Vorstände, Geschäftsführer, dass die mit aktuellen Bildern repräsentiert sind. Da braucht es sowohl Fotos, die ganz einfach diese Passbildoptik zeigen, die jeder kennt. Darüber hinaus kann man auch noch nach der Pflicht auch in die Kür gehen und Fotos anbieten, die etwas lockerer, etwas origineller sind. Sehr schön sind zum Beispiel Fotos aus Interviewsituationen. Das wirkt dann eben lebendiger als so ein statisches Pass- oder Porträtfoto. Ja, News Aktuell ist als Dienstleister darauf spezialisiert, nicht nur Texte oder Corporate News an die Medien zu übermitteln, sondern News Aktuell stellt auch einen sehr umfangreichen Verteiler für Pressebilder zur Verfügung. Zum einen werden die Bilder über den dpa-Bildsatelliten direkt an die tagesaktuellen Medien übermittelt, zusammen mit dem dpa-Bildfunk. Zum anderen stellen wir die Fotos dauerhaft in Pressebilddatenbanken zur Verfügung. Das sind zum Beispiel die dpa Picture Alliance oder MECOM Multimedia. Das sind große Fotomarktplätze, auf denen Journalisten ohnehin ständig Bilder recherchieren. Und dann finden sie eben die Fotos von Unternehmen in diesem Umfeld vor. Wir bedienen auch das Internet mit unserem eigenen Presseportal und einen umfangreichen E-Mail-Verteiler, indem wir eben Journalisten oder wer auch immer Interesse an Pressebildern hat, über die Verfügbarkeit der Bilder informieren.